ihrer Qualität nicht überbieten ist. Und dann sehen Sie an den Bewegungsabläufen des Pferdes. Schauen Sie mal, wie die Kinder, die Damen da auf diesem Pferd bequem sitzen. Schwungvoll geritten. Ihr dürft dann rausreiten. Dankeschön. Schwungvoll geritten. Und durchaus vergleichbar mit dem, was wir heute Abend noch im Grand Prix Spezial sehen werden in der Kür. Wenn Sie diese Bewegungen einmal anschauen, die Kadenz, den Ausdruck, vielleicht machen wir einen fliegenden Wechselband, ist da gelegt. Pirouette, das alles sind Lektionen, die man mit diesen Wettenhofspony reiten kann. Die Familie Amstetter hat das Glück, dass sie eben reitende Töchter hat, die von Kindesbeinen an, die kleinste war vor 23 Jahren noch im Kindergarten hier bei uns, dass sie diese Pferde selbst ausspielen. Dann jetzt in der Mitte haben wir ein Radpony, auch aus dem Stall Wettenhof. Dieses Radpony ist eines der erfolgreichsten Reitponys in Deutschland. Aber, und jetzt schauen Sie mal genau hin. Die junge Dame, die im Sattel sitzt, das ist Julia Kurzert. Sie ist 21 Jahre alt. Und sie hat das Pech gehabt, dass sie von Geburt an behindert ist. Sie wurde geboren mit Löffelhänden, die wurden operiert, sodass sie jetzt drei Finger hat. Beide Beine fehlen. Sie muss also mit Prothese gehen. Der rechte Ellbogen ist steif. Bravo! Und sie hat gewonnen. Wir drücken dir die Daumen, Julia, und kommen zu der Wettbewerb. Das ist wunderbar.